Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich bin froh, jeden Tag, der Gnadetag, dass wir Zeit haben, noch uns vorbereiten. Und diese Vorbereitung nimmt eigentlich Gott vor in unserem Leben. Und das wollen wir eigentlich nicht erkennen, leider viele von den heutigen Christen. Es ist halt so, der 23. September ist schon längst vorbei und ist noch keine Entrückung da. Und ja, natürlich, die Spötter sagen wieder, ja, schon wieder so ein Dings, ein Datum genannt. Es war eigentlich kein Datum genannt, wenn die Leute richtig zugehört haben. Es ist ein Ereignis, der uns gegeben wurde zum Zeichen, dass Jesus Christus kommt bald und ich bin überzeugt, dass er kommt. Und gerade drum bin ich überzeugt, weil ich sehe nicht nur die Lieblosigkeit der Gemeinschaft in der Gemeinschaft der Christen, sondern ich merke genau, dass die Botschaft über das Leib Christi, so wie Paulus das uns gibt und sagt, wird weniger und weniger verkündigt. Auch in der Botschaft des Vollkommenheit in Christus wird sehr falsch verstanden, leider bei vielen. Und dieses Erkenntnis der Vollkommenheit führt leider oft zu Hochmut bei vielen. Es führt eigentlich bei vielen zum Hochmut und nicht zum Demut, leider. Ich merke zum Beispiel auch Leute, die zum Glauben kommen und möchten sich taufen lassen. Es gibt fast keine Gemeinde, wo sich taufen lassen kann. Und das ist eigentlich die Zeit, wo in der Offenbarung geschrieben wird, dass die Christen in der Zeit der Antichristen sich die Kleider selbst waschen müssen. Was heißt die Kleider selbst waschen müssen? Da hat die Taufe keine Bedeutung mehr. In der Zeit des Antichristen wird diese Gnade, wie wir heute das kennen, durch den Evangelium Paulus, nicht mehr da sein. Das Waschen, selbst Waschen der Kleider im Namen des Herrn, bedeutet eigentlich nur das, dass ich der Verführung und der Angebote des Antichristen eigentlich nicht parat stelle. Das verneine und dafür leider leiden muss, leiden als Verfolgung und nicht nur als Verfolgung, sondern ich werde sogar mein Leben geben müssen für diesen Herrn Jesus, an dem ich glaube. Es wird die Gnadezeit nicht mehr so sein wie heute. Es wird keine Taufe geben, in dem Sinn, weil die Taufe ist nur für die Gnadezeit gedacht, weil derjenige, der durch die Taufe in den Tod Christi sich taufen gelassen hat, der hat ein Zeugnis gegeben, dass Christus lebt in ihm und er selbst gestorben ist. Und das ist ein Zeugnis aus Glauben und es wird nicht mehr geben in der Zeit der Offenbarung, in der Zeit der Antichristen. Und dieses Evangelium wird heute eigentlich mehr verkündigt und nicht mehr, leider sehr wenig, das wahre Evangelium des Leibes Christus. Wir sind das Leib Christi, wenn wir wollen oder nicht. Derjenige, der den Geist hat, weiß es. Derjenige, der Geist nicht hat, wird es auch nie erfahren. Und auch mit der Entrückung ist genau dasselbe. Derjenige, der den Geist Gottes hat, wartet auf dem Herrn. Und derjenige, der den Geist Gottes hat, nicht hat,
der wird auf dem Herrn nicht warten, er kann's gar nicht tun. Ich möchte heute den Römerbrief weitermachen, und zwar am Römer 8, ab Vers 18. Ich werde versuchen, den ganzen diesen Kapitel von Vers 18 lesen und darüber ein paar Gedanken loswerden. Und also ab Vers 18 lese ich mal, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehenswürdige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung an der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammenseufzt und zusammen in der Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinggabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die sehen wir, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er aber sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollten, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzen. Der aber des Herzens erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für heiligen Gott gemäß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Gott Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die aber er vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die aber gerechtfertigt hat, diese hat auch verherrlicht. Was sollen wir nur hierzu sagen? Wenn Gott für uns, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wir sind gegen Gottes Auserwählte, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus, Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt. Der auch zum Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesen allen sind wir mehr als überwinden durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Dieses
Römer 8 ist sehr, sehr reich und sehr vielfältig. Er schreibt nicht über nur über die Entrückung, aber auch über das, dass diejenigen, die in Jesus Christus sind, die brauchen sich keine Angst, keine Zweifel haben über ihre Errettung, weil Jesus Christus, unser Herr und Gott selbst, wird dafür sorgen, dass wir gerechtfertigt sind. Aber das sagt Paulus von Anfang an, dass nur diejenigen, die in Jesus Christus sind, die in ihm sind. Es gibt kein Verdammnis, sagt Paulus, für welche, die in Jesus Christus sind. Und diejenigen, die in Jesus Christus sind, diejenigen haben in sich den Geist Gottes, der sie leitet, der sie trägt, der sie ermuntert, der sie richtet, der sie vorbereitet, der sie begleitet, der sie tröstet, der sie heilt. Der Geist Gottes führt der ganze Wille Gottes in uns, was uns geschrieben worden ist. Aber es ist wichtig, dass wir wissen und erkennen, dass Jesus Christus ist derjenige, der für uns starb, der für uns auferstanden ist. Und wir leben weder in der tausendjährige Reich, weder in der Alte Testament noch in den Offenbarungszeit, in der Zeit der Antichristen, sondern dass wir leben in der Zeit der Gnade, in der Zeit, wo der Geist Gottes das Leib Christi erbaut, durch uns, in uns, mit uns. Wir sind an diesem Bau beteiligt. Wir sind Werkzeuge in Gottes Hand, wenn wir in Jesus Christus sind. Und da sagt auch Paulus, derjenige, der in Christus ist, und nicht nur Paulus sagt, Jesus sagt auch, dass diejenigen, die in ihn gezogen werden von dem Vater, da wird er alles tun, dass er keinen davon verliert. Und das ist ein Versprechen, das wir nicht auf leichte Schulter nehmen sollen. Leider ist es so, dass viele von uns, und auch ich habe oft das Problem, wir gucken auf die Sorgen, auf Probleme, auch wenn die auch Folgen unserer Sünden sind. Und diese werden uns versuchen, von unserem Herrn zu verführen. Aber der Herr ist uns dennoch gnädig. Und ich merke in meinem Leben, wie Gott auch in diesen Tiefen bei mir ist. Und das sage ich dir und gebe dir auch heute unterwegs. Vertraue dem Herrn, weil er wird dich auch in diesen deinen Sorgen, in diesen deinen Tiefen führen. Paulus fängt an eigentlich mit einem ganz gewaltigen Satz hier. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeiten nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen ein Video wieder angeschaut von einem Mann, der mit Wissenschaft sich beschäftigt und der sehr antichristlich orientiert ist. Er hat mit der Bibel nichts am Hut.
und der auch die darwinistische Lehre unterstützt. Er hat jetzt in seinem neuen Video erklärt, dass da die Vulkane, die Supervulkane zum Leben erweckt werden und dass es eine sehr große Gefahr ist für die ganze Welt. Und die NASA versucht eigentlich, diese Gefahr zu vermeiden, indem vielleicht die versuchen einzubohren, um da eine gewisse so, Energie oder so, wie ich weiß es nicht, wie das, welche ich das erklären soll, so eine Firma, wo dieses Energie zum Strom verwandeln sollen und dadurch wollen sie abkühlen das Magma. Und dann vielleicht wird es dazu führen, dass dieser Supervulkan nie ausbrechen wird. Und dann ist es wieder der Mensch, der siegt über die Natur, wie immer. Wir kennen diese amerikanischen Filme, da kommen die großen Kometen oder Asteroiden und dann der Mensch überlegt sich mal was und dann wird die Welt gerettet am Ende des Films und dann sind alle glücklich. Aber das wird leider nicht so kommen, weil wenn Jesus Christus das erste Siegel aufmacht, fängt das Gericht Gottes an und da wird keine menschliche Weisheit das stoppen können. Keine. Und da sagt Paulus, dass das, was jetzt wir leiden, fällt nicht in Gewicht gegenüber die Herrlichkeit, was wir empfangen. Du weißt, dass Gottes Kind bist und du weißt, dass du errettet worden bist. Kannst du dir das vorstellen, was hier Paulus sagt? Wir können gar nicht uns vorstellen, was für eine Herrlichkeit auf uns erwartet in Jesus Christus, da in den Heimat, wo wir entrückt werden. Dass das Leiden, was wir jetzt in diesem Fleisch leiden, diese Versuchungen uns vielleicht selbst, wenn wir sterben müssten, weil man uns tötet wegen des Namens Jesus Christi willen, fällt nicht in Gewicht mit dem Herrlichkeit, was Jesus Christus uns vorbereitet. Und deswegen können viele auch Offenbarung 12 nicht verstehen, wo dieses Sohn, der eigentlich geboren wird, mit diesen Stab in der Hand entrückt wird. Gerade da wissen viele nicht, weil sie verstehen die Gnadezeit nicht. Sie verstehen die Botschaft des Leibes Christi nicht. Wir sind das Leib Jesus Christus. Und das Leib Jesus Christus ist Jesus Christus selbst. Und Jesus Christus ist aus Gott, ist in Gott. Und das heißt, das Leib Christi, was jetzt aufgebaut wird durch den Geist Gottes, durch uns selbst, wird gleich Gott sein, weil Gott es so will. Und deswegen verstehen viele auch das Offenbarung nicht, dass wir mit einem Stab eigentlich über alle regieren werden mit unserem Herrn Jesus Christus zusammen. Und die zwei kann man nicht trennen. Jesus Christus kann man von dem Leib Christi nicht trennen, weil das ist eins. Und Paulus sagt es ganz deutlich, das Kopf des Leibes ist Jesus Christus. Und meine Lieben, dies ist mein Kopf hier. Und wenn ihr das abtrennt, dann ist mein Leib nichtig. Das Kopf gehört zum Leib. Und deswegen, viele verstehen das Offenbarung 12 nicht.
dass der Sohn, der da geboren wird, nicht Jesus Christus ist, der damals vor 2000 Jahren geboren ist, sondern das Leib Christi, was Jesus Christus jetzt durch seinen Geist hier auf der Erde aufbaut, in dem du Teil und ich Teil bin davon. Und dafür können wir dankbar sein. Und wir lesen hier, dass die Schöpfung harrt aus und wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Und da ist auch oft das Problem, dass viele denken und nehmen aus dem Noah- oder Henoch-Buch oder was auch immer, wo die Söhne des Gottes beschrieben werden, die abgefallene Engel. Und ich bitte, das ist ein großes Irrtum. Die sind nicht die Söhne, was das Leib Christi ist. Wir haben die Sohnschaft und das sind nicht die Söhne, sondern diese Söhne wurden geformt wie Adam und Eva, aber wir sind in Christus neu geboren. Wir sind aus Geist geboren, genauso wie Jesus Christus durch den Geist in Maria zur Welt gekommen ist. Die Geburt Christi ist die Wiedergeburt, zeigt das Wiedergeburt, was wir erleben dürfen. Durch den Geist Gottes in den Leib der Sünde empfängt ein neues Leben. Ein Leben für Gott. Ein Leben in Gott. Maria war in der Sünde der Fleisch, in der sündigen Fleisch, aber durch den Geist hat sie Jesus Christus empfangen, nicht vom Mann. Und das ist genau die Wiedergeburt. Und die Schöpfung wartet auf, dass wir als Söhne Gottes nach der Entrückung kommen. Weil erst nach unser Kommen wird die Welt aus der Nichtigkeit in Unverweslichkeit verwandelt. Und dann werden keine Schmerzen da sein, Krankheiten da sein. Wir lesen in der Offenbarung ganz deutlich, das ist deutlich geschrieben, wir können das nachlesen. Aber der Welt ist das noch nicht so bewusst, weil sie nicht dran glauben möchten. Und wegen des Unglaubens willen, dennoch warten sie auf der Erscheinung der Söhne Gottes. Und wer ein Problem hat mit dem Aussage Söhnes Gottes, der soll jetzt Römer 8, Abvers 12 mal lesen, dass wir durch den Geist Gottes Söhne Gottes sind. Da schreibt hier Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Also das sind nicht Engel, das sind nicht andere Kreaturen, sondern die sind Söhne Gottes. Und er geht noch weiterhin, er nennt uns nicht nur Söhne Gottes, sondern er sagt hier, nicht allein aber in Vers 23, nicht allein aber, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Die Erstlingsgabe des Geistes. Jesus Christus ist der Erstgeborene zwischen alle Brüder. Von der alle Söhne Gottes ist der Sohn Gottes, Jesus Christus, der Erstgeborene. Und dann kommen wir. Aber die Erstlingsgabe des Geistes.
Wir wissen, dass wir versiegelt sind. Wir sind versiegelt durch den Geist Gottes als Söhne Gottes. Wir gehören zu Gott. Und diese Erstgeburt Jesus Christus, diese Erstgeborensein unserem Herrn, leitet sich auf uns auf. Und das nehmen wir oft nicht in Anspruch und nicht in Acht. Da ist auch das Problem, was viele nicht verstehen, dass Paulus sagt auch, dass wir in Vers 23 nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingabe des Geistes haben, auch wir selbst seifen in uns und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Das ist ein Punkt, wo viele leider außer Acht lassen. Was heißt Erlösung unser Leibes und was rumseifen wir bis dahin? Es ist ganz deutlich, Paulus sagt, solange wir hier in dieser Fleisch leben, leben zwei Gesetze in uns. Leben zwei Gesetze in uns. Einmal ist in unser Fleisch das Gesetz der Sünde. Deswegen gibt es kein Christ, der sagen kann, ich bin sündlos. Und wenn ich höre so manche Christen, die sagen, ja, wenn du den Geist Gottes hast, dann darfst du keine Sünde haben. Das sind Christen, die so hochmütig geworden sind und denken über sich, die Vollkommenheit zu erlangen, obwohl Paulus selbst von sich sagt, dass er die Vollkommenheit nicht erlangt hat. Und er deutet auch hier in Römer 8, dass die Vollkommenheit erst durch die Erlösung unseres Leibes geschieht. Paulus sagt hier in Römer 8 ganz deutlich, dass solange wir im Leib leben, wird das Gesetz der Sünde in unsere Glieder da sein. Das können wir nicht mal durch den Geist Gottes löschen. Egal wie gläubig und Christen wir sind. Das wird da sein bis zu dem Punkt der Entrückung. Wenn wir erlöst werden, aus diesem Leib der Sünde. Das Leib bleibt in Sünde, solange wir leben, solange wir auf dieser Erde sind. Ob wir es wahrnehmen wollen oder nicht. Aber das heißt nicht, dass wir sündigen dürfen, sündigen sollen oder müssen, nur weil in der Leib der Sünde sind, sondern wir kämpfen natürlich dagegen. Wir kämpfen gegen dieses Leib der Sünde. Deswegen sagt Paulus ganz deutlich, dass wir durch den Geist Gottes töten die Werke. Wir töten die Glieder des Leibes. Das heißt nicht, dass ich meine Hand anschneide oder meine Augen rausreiße, wie Jesus das so schön in seiner Predigt sagt. Wer sein Auge ein Hindernis ist, soll erst rausschmeißen, rausnehmen oder abhaken seine Hand oder seinen Fuß. Das sagt er bildlich darstellen, wie das sein soll, sondern durch den Geist Gottes können wir diese Abhackung dieser Glieder machen. Aber die Hände und die Füße und die Zunge selbst sind nicht sündhaft. Nicht das ist sündhaft, dass ich eine Hand habe,
sondern mit dieser Hand führe ich die Sünde aus, das aus der leiblichen, aus dem fleischlichen kommt. Und ich benutze eigentlich die Hand als Werkzeug dazu. Und jetzt ist es so, dass Paulus sagt deutlich, dass ich mit dem Geist diese Handlung stoppe. Ich lasse nicht zu, dass das passiert. Wenn Gedanken der Hass kommt, muss ich mit der Gedanken der Liebe das überwinden. Und es wird kein Mensch sein, der vollkommen ist. Und deswegen sagt hier Paulus auch ganz deutlich, dass wir werden seufzen. Solange wir hier auf dieser Erde leben, werden wir seufzen in diesem Kampf mit unserem Fleisch, meine Lieben. Das ganze Stress, das ganze Kampf, das oft das Zweifel, bin ich jetzt, ich habe schon wieder gesündigt, ach Gott, jetzt schon wieder. Aber natürlich ist es so, das ist ein Seufzen und ein Kampf bis zu bitterem Ende, bis Jesus Christus kommt oder bis wir so menschlich gesehen sterben und wir aus diesem Leib raus sind. Aber solange wir leben, werden wir seufzen. Und das sagt Paulus deutlich, dass auch die Welt seufzt und wir sehen ihr Seufzen, aber die wollen die Gnade und die Liebe Gottes nicht annehmen. Und deswegen wird ihr Seufzen noch stärker und noch schwieriger sein, zumindest wenn der erste Siegel anfängt zu öffnen, wenn das Gericht Gottes präsent wird. Wir erleben Gericht Gottes, aber das ist noch ein milde Gericht, weil das Leib Christi noch hier präsent ist. Aber ist das Leib einmal weg, werden wir entrückt, dann wird eine Zeit kommen, die ich niemanden wünsche. Aber ihr habt heute noch Zeit, euch zu überlegen. Weil ich sage euch, wenn jemand sich eine Sekunde bevor die Entrückung passiert, sich bekehrt, kann noch entrückt werden. Eine Sekunde nach der Entrückung ist es schon zu spät. Überleg dir mal, ist es dir wert? Achte darauf, was Paulus sagt. Dein Leiden hier auf der Erde kann es nicht in Gewicht fallen zu der zukünftigen Herrlichkeit, was auf dich warten würde, wenn du zum Glauben kommst. Wenn du Jesus Christus Tod annimmst. Wenn du an Jesus Christus glaubst und dein Leben ihm übergibst. In dem Ganzen ist aber hier immer die Hoffnung. Wir sehen, dass Paulus sagt, das Seufzen ist da. Aber dann sagt er im Vers 24, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung, und das ist klar. Weil viele wollen eigentlich sehen. Sie sagen, wie kannst du beweisen, dass dein Herr gibt? Wie beweist du Gott? Wie beweist du die Arche Noah? Und wie beweist du das Sinnflut? Wie beweist du das Bibel? Die Leute wollen immer Zeichen. Das haben die Juden und die Griechen gewollt. Aber die werden es nicht kriegen. Alles ist durch Glauben. Und was aus Glauben kommt, wird begleitet von der Hoffnung. Und diese Hoffnung wünsche ich dir, dass du es nicht verlierst. Weil auf Hoffnung hin sind wir errettet, weil ich hoffe darauf, dass das Wort, das mir Gott Jesus Christus gibt, wahrhaftig ist. Und dass ich mich darauf verlassen kann, dass es wahrhaftig ist. Und dadurch, dass ich in meinen Seufzen erleben kann, die Gnade Gottes, der mich in diesen Seufzen durchträgt und mir Freude schenkt, trotz Schwierigkeiten. Denn wer hofft, was er sieht,
Das ist keine Hoffnung. Ja? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Und dann sagt er, wenn wir hoffen, dann warten wir. Und das ist das, wo auch die Spötter nicht verstehen. Euer Gott kommt nicht. Seit 2000 Jahren verspricht er euch, dass er kommt gleich. Aber wir geben die Hoffnung aus und wir harren aus. Wir harren und wir wissen, weil wir sehen. Meine Lieben, unser Gott hat uns nicht in Ungewissheit gelassen, was die Zeichen der Zeit bedeuten. Er hat uns nicht in Ungewissheit gelassen. Und deswegen sollen wir auf diese Zeichen ganz ernst schauen und uns prüfen, wo wir wirklich im Glauben sind. Was ist unsere Hoffnung? Auf was harren wir eigentlich aus? Glaubst du wirklich nicht, dass Jesus Christus kommt? Dann hast du ein Problem. Weil wer den Geist Gottes hat, wird ausharren bis zu Ende. Und ich denke, über des Weiteren werde ich ein Viertelteil machen, weil das letzte Teil dieses Römer 8 ist auch sehr wichtig und ist auch sehr reich an Information an uns. Und deswegen denke ich mir, ich möchte jetzt das nicht in 5 Minuten besprechen mit euch. Und für mich ist wichtig jetzt, dass wir auch sehen, dass die ganze Schöpfung unter diesen Seufzen liegt, genauso wie wir. Und dass wir verstehen, dass wir nicht vollkommen sind, fleischlich gesehen. Wir sind vollkommen in geistlichen Sinne. Deswegen gibt kein Mensch, kein Christ auf dieser Erde, nicht mal einer außer Jesus Christus, der sagen kann, ich habe mein Leben sündfrei leben können im Geist Gottes. Ich kann sagen, dass ich rein mein Leben geführt habe, weil ich jeden Tag erneut durch das Blut Christi gereinigt worden bin. Und solange ich hier auf dieser Welt lebe, werde ich seufzen unter der Last meines Leibes. Weil mein Leib ist derjenige, auf dem die Sünde einen Anspruch und die Macht hat. Und das will Gott gar nicht uns wegnehmen, sondern gerade in dieser Leib der Sünde will er sich verherrlichen. In deinen Schwächen, in deinen Nichtskönnen, in deinen Nichtswissen, in das, dass du nichts nützlich bist, in das, was du schwach bist. Da will er stark sein und sich verherrlichen. Und wenn jemand mir sagt, dass ich Tag für Tag mich durch den Geist stark mache und jeden Tag werde ich von neuen Sünden frei gemacht und ich werde von allen Sünden frei, glaubt mir, das ist die größte Lüge, was es gibt. Es ist richtig, dass ich durch den Geist die Handlungen des Sünders überwinden kann. Aber glaubt mir, das geschieht mir nicht jeden Tag. Und ich kann eigentlich nur eins mit Petrus sagen, Herr, weiche von mir, weil ich bin ein Sünder. Ich bin aus deiner Gnade das, was ich bin. Und nicht, weil ich stark bin oder weil ich was erreicht habe. Nein. Du hast mich zu dir gezogen. Du behütest mich. Du führst mich.
Du bist derjenige, der gnädig mit mir ist. Und das Einzige, was ich machen kann, ist nur eins: Danke sagen, mein Herr. Das Einzige, was ich machen kann, ist hoffen, ausharren, anbeten. Tut das, weil Gott ist würdig. Jesus Christus, der Lamm Gottes, ist würdig zur Anbetung. Er hat dich so angenommen, wie du bist. Und so wie du bist, wird er dich zu Vollkommenheit bringen. Aber die völlige Vollkommenheit wird nur bei der Entrückung da sein. Gott segne uns alle und lasst uns diese Wichtigkeit auch, diese Tiefen auch erkennen. Und rühmt euch nicht mit das, was ihr nicht habt. Rühmt euch nicht mit das, was ihr nicht seid. Weil ich kann mich nur mit eins rühmen: mit der Liebe und Gnade und Geduld meines Herrn. Gott segne euch alle. Amen.